Metal, Leute. Der Best Kahn rollt ins Erzgebirge. Und zwar am Samstag. Ich habe mir gedacht, ich mache wieder mal so einen kleinen Roadtrip-Vlog. Und ja, lass euch ein bisschen teilhaben an der ganzen Geschichte. Es geht zum Schwarzmetall über Mirkwidi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es ist Donnerstagabend. Ich war jetzt noch letztes Mal in den Proberaum und bereite mich noch einmal vor. Und ja, morgen um 20 Uhr, also Freitag um 20 Uhr, kommt dann der Walter und der Ira zum Proberaum. Dann wird nochmal alles durchgespielt, die ganze Setlist. Und ja, der Maltus, unser Bosser, hat leider die Seuche gekriegt. Der wird nicht dabei sein, aber wir werden zu dritt alles geben. Und ich bin mir sicher, das wird eine richtig coole Geschichte. Wir freuen uns schon irrsinnig drauf. Es ist 2,5 fucking Jahre her seit unserem letzten Auftritt. Der war komischerweise auch in Deutschland beim Hexensabbat. Und ja, wird richtig cool. Da bin ich wieder. Es ist 20.24 Uhr. Die Herren der Schöpfung lassen auf sich etwas warten. Vereinbart war 8 Uhr, aber der Harry bzw. Ira hat schon gemeint, dass er zwischen 8 und 9 kommt, und der Woltan hat gemeint, er kommt ein bisschen nach 8. Ja, inzwischen habe ich mich schon schön einspülen können und bin bereit für die Generalprobe. Ja, jetzt sind wir alle bereit. 22.30 Uhr ist mittlerweile schon. Wir packen gerade das Auto ein. Kommt ganz schön viel zusammen mit dem Merchandise, mit den Instrumenten, mit dem ganzen Schwimmbad. Und der Ira ist auch schon da. Grüß euch. Und, freust du schon? Nein. Lange ist her, gell? Voll motiviert! Ja, 2,5 Jahre jetzt schon her. Ich hab schon geglaubt, wir kommen überhaupt nicht mehr dazu, dass wir mal wo spielen. Aber ja, wir sind voller Vorfreude und jetzt gehen wir noch zu mir heim, einen Kaffee trinken und noch restliches Zeug einpacken und dann geht's endlich los! Ja! So, wir starten jetzt am Weingut. Der Wolti übernimmt die erste Schicht und so wie ihn Wolti kennen, wird er durchfahren. Jawohl! Der Ira ist hinten. Ich bin nicht vorhanden. Ja, er ist nicht vorhanden. Ja, aber morgen auf der Bühne schon, das ist wichtig. Das werden wir sehen. Jawohl. Also, wir werden inzwischen nochmal ein kleines Update geben und wünschen euch inzwischen einen schönen Freitagabend. Wir sind jetzt schon mitten in Deutschland. Wollten gerade tanken bei so einer Tankstelle. Ist der Blitz eingeschlagen? Alles Fenster. Und ja, regnet uns auch wie Sau, also wir werden ca. um 7:30 in der Früh ankommen und dann hoffentlich gleich mal einschlafen. Es ist jetzt echt schon anstrengend, vor allem für den Wolti, der sehr brav bis jetzt durchgefahren ist. Also dann. Das ist die Roomtour aus dem Erzgebirge und der Harry sitzt schon da. Dann haben wir noch einen Schick. Tisch. Und dann wollte ich, der schläft allein im Bett. Und was du nicht gesehen hast, was wir haben, ist ein Raum drin. Damit die Eltern pimpern können, ohne dass die Kinder es so offensichtlich sehen können. Für was braucht man da einen Raum drin? Das ist ja komplett behindert. Wollt ihr gute Nacht? Harry, gute Nacht. Gute Nacht. Matthias, gute Nacht. Ja, es waren 3 Stunden Schlaf. 3 Stunden Schlaf. Und jetzt schauen wir, dass wir uns alle ein bisschen kultivieren. Und dass wir das mit dem Shuttle-Service hinkriegen. Ja. So, wir haben es geschafft. Kultiviert und motiviert geht es jetzt ab zum Schwarzmetall über Mirkwidi. Wie geht's euch, Jungs? Gut, hungrig. Hungrig, durstig. Ja, Hunger und Durst wird stimmen, ausgeschlafen stimmt einmal definitiv nicht, das kann ich euch flüstern. Aber es wird trotzdem eine super Sache.
Schwarzmetall über Miriquidi. Es war ein Hammer-Festival. Super Organisation, wir haben uns irrsinnig wohl gefühlt. Und ich glaube, euch hat es auch ganz gut gefallen. Und wir würden gerne so bald als möglich wieder zurückkommen. Vielen Dank für den Support. Es war ein Hammer, wirklich. Zweieinhalb Jahre ist es her gewesen, habe ich eh schon gesagt, dass wir das letzte Mal live gespielt haben. Aber dieser Empfang war ein Traum. Also, Daumen nach oben von uns. Wir haben jetzt 8 Stunden fort vor uns. Wir werden um 17 Uhr wahrscheinlich ankommen. Jetzt ist 10.33 Uhr. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Warulf out.